wenn das Geld knapp wird, dann muss das Problem eben irgendwie gelöst werden. Ich habe es ja gerade mit Radio Bremen gehabt und dank euch konnte ich dieses Problem dann ja lösen. Vielen Dank nochmal. Am Montag gehen übrigens die ganzen Goodies auf die Reise, weil schon die ersten Leute jetzt nachfragen. Man kriegt ja endlich meinen Einkaufschip und meinen Schreiber und was weiß ich. Geht alles auf die Reise am Montag, wie gesagt. In einer ähnlichen Situation befindet sich, nach eigenen Angaben zumindest, offenbar Mario Sixtus. Ihr wisst schon, der Blockierkönig auf Twitter, der sogar Menschen blockiert, die gar nicht wissen, wer er ist. Sixtus hat einen Anwalt, Christian Löffelmacher, und der erledigt das nun für seinen Mandanten auf Twitter. Tja, vielleicht deshalb, weil Sixtus durch seine ganzen Blockaden dort kaum noch Leute erreicht. Löffelmacher schreibt am 27. Juni: Es reicht. Mein Mandant Sixtus soll durch Slap-Klagen zum Schweigen gebracht werden. Damit ich weniger auf die Kosten achten muss, habe ich ihm ein Spendenkonto eingerichtet, IBAN und so weiter oder PayPal. Dieses Mal gibt sich Don Alfonso als verfolgte Unschuld vom Lande die Ehre. Der Abmahnung ist eine schmale Kostennote über 2.306,82 Euro beigefügt. Im April war es der Inhaber einer extrem rechten PR-Agentur, kosten auch hier ein paar tausend Euro. Das sind Beträge, die jeden Rahmen sprengen, da müssen wir zusammenstehen. Wirtschaftlich berechtigter des oben angeführten Kontos ist Sixtus. Eingehende Beiträge werden für die Abwehr von an ihn gestellte Unterlassungsbegehren verwandt. Sollte was übrig bleiben, dann werden andere Betroffene unterstützt, unser Ermessen. Das Geld verschwindet nicht in einem schwarzen Loch. Unter sixtus.net wird über die Verwendung geblockt werden. Und nun bitte Daumen drücken, dass wir diese Attacke erfolgreich abgewehrt bekommen. Also wie gesagt, bei solchen Auseinandersetzungen um finanzielle Unterstützung zu bitten, ist überhaupt nicht verwerflich. Habe ich ja auch getan. Das ist manchmal eine gute Sache. Aber das Interessante in diesem Fall ist ja, es sind noch überhaupt keine Kosten angefallen, außer die Kosten dieses Anwalts Löffelmacher offenbar selber. Denn ich meine, wenn jemand wie Don Alfonso, das ist ja dieser Weltkolumnist, wenn der eine Abmahnung schickt, dann kann man ja sagen, ich unterschreibe das nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Denn weiß man ja nicht, ob der dann den Schritt geht, wirklich vor Gericht zu gehen oder ob es dann nur bei dieser Drohung bleibt. Ich habe das ja auch schon öfter erlebt, dass ich Abmahnungen bekommen habe und dann gesagt habe, lassen Sie mich in Ruhe, ich unterschreibe hier gar nichts. Und dann kam nie wieder was. Insofern ist es noch überhaupt kein Gericht offenbar eingeschaltet. Es sind noch überhaupt keine Kosten weiter angefallen. Ja, und also der Einzige, wie gesagt, der offenbar jetzt Geld haben möchte, ist eben dieser Anwalt von Sixtus. Und es ist ja erstaunt, was für eine Haltung er hier quasi an den Tag legt, dass er nämlich von vornherein schon die Flinte ins Korn wirft und sagt, naja, das werden wir offenbar dann wohl sowieso verlieren. Was ist denn das für ein Anwalt? Aber meine Kosten möchte ich schon erstattet haben. Ne? Ja, ich meine, der braucht ja auch keinen Anwalt. Der kann ja auch die Abmahnung direkt unterschreiben und dann eben dieses Geld bezahlen und dafür Spenden sammeln. Wozu dann einen Anwalt einschalten, ne? Gut, es sei denn, Herr Sixtus hat tatsächlich mal wieder über die Stränge geschlagen und hat irgendwie Mist erzählt, dann muss er eben auch dafür aufkommen. Das nützt ja nun mal nichts, ne? Aber es gibt genug genug Fans von Herrn Sixtus, die dann trotzdem schon gezahlt haben. Der Anwalt verkündet dann freudig, dass bereits mehrere tausend Euro zusammengekommen seien. Den Streitwert von 50.000 Euro hat er offenbar auch Pi mal Daumen ausgerechnet, denn so wie ich das verstehe, gibt es ja noch nicht mal ein Aktenzeichen. Also wie gesagt, nichts gegen finanzielle Unterstützung, aber ich habe meinen Aufruf ja auch erst gemacht, als wir beide Instanzen durch hatten und klar war, dass ich also hier eine Summe von ungefähr 9.000 Euro zu zahlen habe. Und vorher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, schon quasi schon mal vorsorglich um Geld zu bitten, um Spenden zu bitten. Das ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Und ich habe es ja auch noch mit einer Goodie-Aktion wenigstens verbunden. Das macht Herr Sixtus ja auch nicht. Wobei, ich hätte eine gute Idee, Herr Sixtus. Jeder, der Ihnen 50 Euro mindestens bezahlt, wird von Ihnen wieder entblockt auf Twitter und ist wieder freigeschaltet. Das wäre doch mal eine Idee. Aber dann natürlich auf Dauer, ne? Das wäre mir vielleicht sogar 50 Euro wert, der Spaß. Nur so als Tipp. Nochmal kurz zu meiner eigenen Gerichtssause. Denn Radio Bremen redet sich gerade ein bisschen raus. Da hat nämlich ein Zuschauer auf der Seite Fragt den Staat mal nachgehakt. Das ist so eine Seite, da kann man so Fragen stellen an Behörden, Institutionen, aber auch an öffentlich-rechtliche Sender. Fragt den Staat eben. Und seine Frage war folgende. Kosten der unfasslichen Klage gegen die Alsterfilm GmbH. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin über Ihre Klage gegen die Alsterfilm GmbH erschüttert und Radio Bremen erweckt in mir dadurch erheblichen Missmut im Hinblick auf den Zwangsrundfunkbeitrag.
Bitte senden Sie mir Folgendes zu. Eine Übersicht aller bisherigen Zahlungen an die in dieser Sache von Radio Bremen beauftragte Rechtsanwaltskanzlei sowie, sofern bereits möglich, die tatsächliche Höhe der Vergütung der Rechtsanwaltskanzlei in dieser Sache. Radio Bremen hat darauf dann Folgendes geantwortet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Radio Bremen hat eine externe Anwaltskanzlei beauftragt, weil sich nach der von uns veranlassten Sperrung des Beitrags auf der Plattform von YouTube durch den Widerspruch der Alsterfilm GmbH abzeichnete, dass sich diese Angelegenheit nicht außergerichtlich klären lassen wird. Denn YouTube verlangt in solchen Fällen die Vorlage der Kopie einer entsprechenden Klage. Beim Landgericht herrscht Anwaltszwang, das heißt für die Postulationsfähigkeit bedarf es eines Rechtsanwalts. Den in der Rechtsabteilung Radio Brems tätigen JuristInnen ist es gemäß § 46 BraO gesetzlich verboten, den Arbeitgeber vor dem Landgericht zu vertreten. Da eine solche Klage also nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden kann, ist es in solchen Zusammenhängen immer sinnvoll, den für die gerichtliche Durchsetzung unserer Ansprüche zu beauftragenden Rechtsanwalt früh einzubinden. Der beauftragte Rechtsanwalt hat Radio Bremen sodann auch im gerichtlichen Verfahren Landgericht und Kammergericht vertreten. Im Übrigen gehen die Gerichte, insbesondere auch der Bundesgerichtshof, davon aus, dass die Kosten eingeschalteter externer Rechtsanwälte auch dann vom Gegner zu erstatten sind, wenn der in seinen Rechten Verletzte über eine eigene Rechtsabteilung verfügt. Dies ist nach unserem überwiegenden Obsiegen hier entsprechend der Fall. Radio Bremen hat in dieser Angelegenheit an die beauftragte Kanzlei die auf Basis des Rechtsanwaltvergütungsgesetzes entstandenen Gebühren gezahlt. Dies sind insgesamt 4.653,73 Euro. Hinzu kommen 261,80 Euro nach Rechtsanwaltvergütungsgesetz, die die Alsterfilm GmbH mit einer Klage gegen Radio Bremen beim Amtsgericht Bremen ausgelöst hat. Die Summe ist somit die tatsächliche Vergütung der Rechtsanwaltskanzlei. Das Kostenfestsetzungsverfahren in Berlin steht noch aus, sodass wir Ihnen nicht final mitteilen können, welche Kosten für die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei davon bei Radio Bremen verbleiben werden. Grundsätzlich hat jedoch die Gegenseite den ganz überwiegenden Teil der Prozesskosten, nämlich 81% beim Landgericht und 83% beim Kammergericht zu tragen und somit Radio Bremen zu erstatten. Mit freundlichen Grüßen. Also das ist schon sehr spannend, weil Radio Bremen dem Fragensteller und der Allgemeinheit damit schon ein bisschen Sand in die Augen streut. Denn es sei ja sozusagen von vornherein absehbar gewesen, dass das gerichtlich geklärt werden muss. Nicht unbedingt. Sie hätten mir ja erstmal eine Abmahnung schicken können aus dem eigenen Hause. Nein, sie haben gleich die Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Ganz entscheidend aber ist ja noch, diese Abmahnung, die ich da bekommen habe, die hat sich ja im Nachhinein als juristisch unsauber und damit ungültig herausgestellt. Deswegen sind wir ja vom Amtsgericht Bremen gegangen und haben dort ja auch komplett gewonnen. Das heißt, die Abmahnung, die Abmahnungskosten des Anwalts muss Radio Bremen ihm auch erstatten und auch die Kosten meines Anwalts. Da sind wir nämlich nicht nur bei 261,80 Euro, wie hier suggeriert wird, sondern bei insgesamt 1.371,61 Euro. Die sind also von Radio Bremen für die ganze Geschichte vor dem Amtsgericht Bremen zu bezahlen. Dazu kommen dann noch die 19% in Berlin, die wir ja sozusagen gewonnen haben. In der Tat haben wir 81% verloren, aber 19% Radio Bremen ja auch. Das heißt, das kommt noch dazu. Da sind wir also locker bei 2.000 Euro, die hier also ja eben nicht von Radio Bremen gezahlt werden muss, sondern von euch allen, den Rundfunkbeitragszahlern. Das ist ja eben der entscheidende Punkt. Ne? Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.